Und jetzt kommt ein echter Landbursche zu uns. Er wird gern Förster werden oder Sänger. Moment, oder singender Förster geht ja auch so im Wald und so, weißt du? Jedenfalls ist er sehr tierlieb. Okay, sein Name ist Manuel Milonik, er ist 11 Jahre alt, kommt aus Österreich und zwar Latschach. Hi, ich bin der Manuel, der singende Förster. Ich bin gern im Wald, weil die Luft so schön rein ist und die Bäume so schön bunt sind und deswegen ist auch klar, dass ich Förster werden will. Aber weil ich auch gern singen tue, werde ich halt der singende Förster. Zu Hause haben wir einen Bauernhof. Das ist super, weil wir deswegen auch einen Traktor haben. Wir haben auch ein paar Tiere. Am liebsten sind mir die Ziegen, die ich auch manchmal ausführe. Gassi gehen mit Ziegen ist voll anstrengend. Auf unserem eigenen Strand gehe ich oft fischen. Ich versuche gerade, unser Abendessen zu fangen. Schon wieder Schuhe. Der singende Förster sagt jetzt für dich. Und der Manuel? Du, die Finalisten haben gerade angemerkt, ich soll sie mal fragen, wie es ihnen geht. Wie geht's euch denn? Gut. Noch nicht nervös? Verstehe, jetzt werden. Heiß. Heiß, nervös. Okay, aber es haltet geht gut. Haltet durch, es geht weiter. Aber einer, der ist jetzt ganz, ganz nervös und den wollen wir gleich von seinen Warten erlösen. Und der gute Manuel ist ja schon sehr... Naschkatze, sagt man bei ja, uns. Stimmt, auch bei Jungs, ja? Ja, ja. Der nascht und nascht ist trotzdem schlank, Mensch, bewundernswert. Ja, ja, das fragt man sich bei mir auch immer, wie mache ich das? Sag nichts, Anastasia, sag bitte nichts. Sag lieber, woher weißt du das mit dem Naschen und dem Manuel? Na, von dem Song, den er jetzt performt. Billy Crawford hat es vorgemacht mit Tracking und jetzt wird daraus Zuckerbandit, die Startnummer 7. Schatten an der Wand. Ja, ist rot, ein Keks ist Saster. Schokoladenbraun ist dein Gewand. Ab in den Sparkassenfrisur. Mit den Schnitten schützt eure Airpods und den Vor. Dem Banditen. Seht, da kommt er vor. Sieht, Zuckerbandit. Seine Waffe ist sein Appetit. Denn der Zuckerbandit jagt Pralinen und der Jacke ist Creed. Vor, sieht, Zuckerbandit. Hände in die Höhe und wenn wer flieht, stopp!
zwischen Jonglieren und Feuerspuckern. Du hast selber auch ein bisschen Jonglieren gelernt, gell? Ja. Aber wir werden es heute hier nicht vorführen, gell? Nein. Ja. Wie ist denn das? Bist du privat eine Naschkatze? Naschst du gern? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Und wie war dann für dich die Szene, wo du die vielen Lebkuchen reinstopfen musstest? Grausig. Aber du hast es brillant gelöst, man hat es dir geglaubt. Manuel, dein Applaus!